Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. So gib deinem Diener ein hörendes Herz, damit er deinem Volk Recht verschaffen und unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Hier spricht Max Niesner aus Sausenheim und Neuleiningen. Guten Tag. Was würdest du dir wünschen, wenn du 3 Wünsche frei hättest? Boah, wenn ich 3 Wünsche frei hätte, dann würde ich mir zuerst unendlich freie Wünsche wünschen. Knallhart, da kann man eben mehr rausholen. Wahrscheinlich habe ich damit die Frage falsch verstanden. Als der junge König von Gott gefragt wird, was er sich wünscht, wünscht er sich ein hörendes Herz. Ein hörendes Herz, wie soll das denn gehen? Klar, das ist nicht akustisch gemeint. Aber vielleicht will er besser zuhören können. Als König musste man gut reden können und Entscheidungen treffen. Darin hat er sich nicht von heutigen Politikern unterschieden. Die müssen auch gut reden können. Aber reden allein reicht halt nicht. Den Unterschied macht das Hören. Besser noch, das Zuhören. Und zwar richtig zuhören. Denn wenn sich jemand das, was man sagt, nie zu Herzen nimmt, ist das nicht gerade das, was ich mir wünsche. Salomo will nicht abstumpfen, sondern er will wirklich zuhören. Sich bewegen lassen von dem, was Menschen sagen, weil er weiß, dass er nur so richtig entscheiden kann. Nicht von Panik, nicht von Härte geleitet. Nicht von irgendwelchen Ideologien, sondern geleitet von einem hörenden Herz. Coole Idee eigentlich. Ich glaube, so ein hörendes Herz könnte auch unseren Politikern nicht schaden. Und mir auch nicht. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Mit auf meine Wunschliste. Du auch? Lasst uns beten. Gott, du hast genug für uns alle. Schenke uns ein hörendes Herz, dass wir wahrnehmen, was wirklich gebraucht wird. Schenke besonders denen ein hörendes Herz, die heute Entscheidungen treffen. Dass nicht Ideologien oder Verschwörungen, nicht Angst und nicht Gier ihr Handeln bestimmen, sondern nur ihr hörendes Herz. Amen. Gott, du bist bei uns, heute und jeden Tag. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.